Sie hören den Kurier. Der österreichische Arbeitsmarkt leidet akut unter Fachkräften. Viele Stellen sind offen. So suchen große Unternehmen wie etwa die Wiener Linien händeringend nach Busfahrern und Fahrerinnen oder Stationspersonal. Trotzdem wird nicht jeder genommen. Ein Ausschlussgrund: die Einnahme von Antidepressiva. Doch spricht das wirklich gegen eine Eignung als Busfahrer oder zumindest als Stationspersonal? Oder ist das schon Diskriminierung? Muss man seinen psychischen Gesundheitszustand überhaupt angeben? Darüber reden wir heute mit einer Betroffenen und einem Arbeitspsychologen. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Nicht einmal 2 Minuten hat ihr Vorstellungsgespräch bei den Wiener Linien laut Brigitte A. gedauert. Die 56-jährige Wienerin hat sich im April als Buslenkerin beworben, aber auch als Stationsaufsicht, also als Service-Mitarbeiterin. Und ja, und wie gesagt, die Wiener Linien suchen. Und ich denke mir, okay, ich fahre nicht gerne mit dem Auto, es ist wurscht, wie groß diese Autos sind. Ich weiß, dass ich keinen C-Schein, D-Schein, was auch immer habe. Aber das wäre ja im Zuge der Ausbildung, wäre ja das dabei gewesen. Und außerdem, wie gesagt, die Wiener Linien zahlen prinzipiell gut. Also die haben sozusagen ein recht gutes Gehalt und das war der Grund eigentlich. Und ich habe gesagt, gut, dann probiere ich es halt ganz einfach. Also ich habe mich ganz normal über die, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Internetseite war, ob es einfach, wenn uns geht's bei den Wiener Linien jetzt bewerben, wo ich einfach alles hingeschickt habe. Doch Brigitte A. hat einen entscheidenden Fehler gemacht. Sie hat in ihrem Gesundheitsfragebogen angegeben, dass sie eine psychische Erkrankung hat und Medikamente nimmt. Anstelle eines Personalmitarbeiters hat Frau Brigitte A. das Vorstellungsgespräch mit einer Ärztin geführt. Das Gespräch war allerdings nach wenigen Minuten wieder beendet. Also erstmal wusste ich nicht, dass sie die Ärztin ist. Das hat sich erst durch meine Frage ergeben, weil ich gemeint habe, naja, weil sie mich so eben, das ist mit den Wiener Linien nicht vereinbar, habe ich gesagt, naja, ob das nicht vielleicht ein Arzt entscheiden sollte, und sie gesagt, ich bin die Ärztin, habe ich gesagt, ja, tut mir leid, aber das steht einfach nirgends. Ja. Das war für mich definitiv nicht ersichtlich und sie hat den Fragebogen definitiv nicht angeschaut. Sie hat nur die Medikamente angeschaut und hat sich also kurz einmal quasi echauffiert darüber, weil ich kein Kreuzerl gemacht habe. Und sie hat sich also wirklich nur auf diese Medikamente konzentriert, 2 Minuten und das war's. Sie hat sich sonst nichts angeschaut auf diesem Fragebogen. Es waren wirklich nur reine Gesundheitsfragebogen, also von Operationen, von Vorerkrankungen, eben und die Medikamente. Und die Medikamente, das war das, was sie sichtlich gelesen hat. Und das war's. Auf Kurieranfrage heißt es seitens der Wiener Linien, dass man beim Thema Sicherheit keine Kompromisse eingehe. Genau aus diesem Grund gehe man bei der Auswahl von Mitarbeitern stets mit besonderer Sorgfalt vor, sagt eine Sprecherin. Dass Brigitte A. zuvor als Rettungsfahrerin sehr wohl ein Fahrzeug gelenkt hat, wurde nicht berücksichtigt. Ich habe in den 17 Jahren, was ich bei der Rettung war, genau einen einzigen Unfall gehabt und da ist genau nichts rausgekommen, weil der Herr, der mir damals reingefahren ist, gemeint hat, er hat irgendwie nach unten geschaut und sein Sohn hat dann nur gemeint, Papa, pass auf, und dann hat schon mehr mit Vollgetun hat und Blaulicht kann ich nicht fahren. Das war der einzige quasi Unfall, wo aber nichts rausgekommen ist. Und das war an einem Vormittag, ja, also wo da ist nichts rausgekommen und das in 17 Jahren. Dennoch, Brigitte A. kann nachvollziehen, dass die Wiener Linien hier strenge Maßstäbe bei ihren Lenkern anlegen. Doch warum ist sie nicht als Stationsaufsicht genommen worden? Die Tätigkeit der Servicemitarbeiter umfasse bei Bedarf auch den Einsatz als U-Bahn-Fahrer. Daher erfolge nach gewisser Zeit die Erlangung der U-Bahn-Fahrberechtigung, heißt es von den Wiener Linien. Und damit bleibt Brigitte A. eine Stelle bei den Wiener Linien verwehrt. Doch ist man mit der Einnahme von Antidepressiva grundsätzlich arbeitsunfähig und warum gibt es bei vielen Firmen noch solche Berührungsängste? Diese und weitere Fragen hat meine Kollegin Angelika Groß, Professor Johannes Wandschatter, Leiter der klinischen Abteilung für Sozialpsychiatrie an der Med-Uni Wien, gefragt. Musik.
Ja, grüß Gott, Herr Wandschatter. Danke, dass Sie sich nochmal die Zeit nehmen. Herr Wandschatter, ganz ehrlich, ist man, wenn man Antidepressiva nimmt, automatisch arbeitsunfähig? Nein, ist man nicht automatisch arbeitsunfähig. Die meisten Menschen, die Antidepressiva nehmen, stehen im Berufsleben und es fällt meistens den Kollegen oder Vorgesetzten nicht mal auf, dass jemand ein Medikament nimmt. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Ich glaube, weil Sie eben sagen, es fällt vielen gar nicht auf, dass man Medikamente nimmt. Wie häufig wird über das Thema psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz bereits gesprochen? Es ist sicherlich nicht ein Thema, das sehr häufig und sehr gerne besprochen wird. Genauso wie über manche körperlichen Erkrankungen nicht so gerne und so oft gesprochen wird. Es gibt Personen, die relativ umfangend darüber reden. Andere reden nicht so gerne darüber. Aber es geht ja auch niemandem in der Firma etwas an, ob man sich den Knöchel verstaucht hat, ob man eine Depression hat oder Diabetes. Das ist letztlich die Sache jedes Einzelnen und nicht des Arbeitgebers. Absolut richtig. Aber vielleicht der Unterschied ist schon der, dass wenn man sich den Knöchel gestaucht hat, man meistens nicht verurteilt wird. Ist es nach wie vor so, dass man abgestempelt wird, wenn man eine psychische Erkrankung anspricht oder offenlegt? Nein, da hat sich viel geändert. In vielen Bereichen reden die Leute heute viel offener darüber. Sowohl auch über die Krankheit selbst, als auch welche Behandlung man bekommt. Da hat sich einiges geändert in den letzten Jahren. Es wird dann manchmal eben zum Beispiel nicht der Begriff Depression verwendet, sondern Burnout oder ich habe mich überarbeitet, wo es aber letztlich sehr wohl um eine psychische Erkrankung geht. Muss man, wenn man denn jetzt beispielsweise schon lange Antidepressiva nimmt, so wie es im Fall der 56-jährigen Dame, die sich bei den Wiener Linien beworben hat, war, muss man da mit irgendwelchen Symptomen rechnen, die die Arbeitsleistung mindern können? Können Sie das aus Ihrer ärztlichen Expertise erklären? Also den vorliegenden Fall kenne ich nur aus den Medien und kann daher zum vorliegenden Fall nicht sagen. Aber generell, wenn Nebenwirkungen auftreten, treten sie üblicherweise in den ersten 2, 3, 4 Wochen auf und verschwinden dann. Beziehungsweise in jenen seltenen Fällen, wo die Nebenwirkungen nicht verschwinden, muss man dann halt die Medikation umstellen, das Präparat wechseln oder die Dosis verringern. Und wenn Menschen über längere Zeit ein Medikament nehmen, geht es immer darum, das so einzustellen, dass keine Nebenwirkungen auftreten oder ganz harmlose und geringe Nebenwirkungen. Und das heißt aber auch, dass deiner ärztlichen Untersuchung beziehungsweise mit einem Gespräch, dass man das ganz einfach herausfinden kann, ob man da eben tauglich ist oder nicht. Ja, also es gibt manchmal, wo man dann als Arzt sagt, also da hole ich mir in Ergänzung noch irgendwelche psychologischen Testverfahren, also wie gut die Konzentration ist oder wie gut die Ausdauer ist. Das kann man manchmal mit Testverfahren leichter überprüfen als nur beim Gespräch. Aber in den meisten Fällen reicht ein Gespräch mit einem Facharzt, um so etwas einschätzen zu können. Jetzt würde mich interessieren, was würden Sie den Arbeitgebern raten, wie man am besten mit solchen Situationen umgeht? Gehen wir davon aus, ein Arbeitgeber oder ein Unternehmen ist betroffen oder konfrontiert mit einer Situation, in der ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin eben psychische Probleme anspricht? Also vielleicht vorweg, wenn man sich jetzt die Bevölkerung anschaut, dann haben 80% der Menschen mit einer psychischen Erkrankung stehen ganz normal im Arbeitsleben. Das ist zwar weniger als bei denen, die keine psychische Erkrankung haben, da ist das über 90%, aber über 80% stehen ganz normal im Arbeitsleben und meistens kriegt der Arbeitgeber gar nicht mit, dass jemand eine Erkrankung hat. Wenn das die Frage ist bezüglich einer Erkrankung, wo er sich Sorge macht bezüglich der Leistungsfähigkeit, macht Sinn, den Betroffenen anzusprechen, zu sagen, wie geht's Ihnen? Haben Sie professionelle Unterstützung? Brauchen Sie etwas? Und in den meisten Fällen reicht das aus. Der Arbeitgeber hat formal keinen Anspruch darauf, zu wissen, welche Krankheit jemand hat. Aber wenn jetzt der Mitarbeiter offen darüber redet,
dann ist es am sinnvollsten zu fragen, gibt es irgendwelche Sachen, wo sie sich schwer tun. Mhm. Es gibt zum Beispiel Menschen, die sich im Rahmen einer psychischen Erkrankung schwerer tun im Kundenverkehr. Aber quasi hinter den Kulissen zu arbeiten, überhaupt kein Problem ist. Wir haben das zum Beispiel bei Menschen gesehen, die sich im Restaurant schwer tun mit dem Kundenverkehr beim Service, aber in der Küche ausgezeichnet arbeiten. Mhm. Solche Sachen kann es manchmal sinnvoll sein zu berücksichtigen, aber die psychischen Erkrankungen sind auch sehr viele und sehr unterschiedlich, sodass es da sicherlich im Detail immer wieder Aspekte gibt, die man halt beim Einzelfall dann berücksichtigen muss. Jetzt ist es auch so, dass viele Unternehmen gerade im War of Talents bereits zum Beispiel Fitnessstudios im Unternehmen anbieten oder eben sonstige Goodies, sage ich mal. Wäre es denkbar, stattdessen oder darüber hinaus auch für das psychische Wohl der MitarbeiterInnen zu sorgen? Ja, wobei das ist jetzt nicht so einfach, denn was der Einzelne braucht, kann sehr heterogen sein. Zu sagen, wenn jemand sehr stark im Druck ist oder sehr schwierige Situationen hat, zum Beispiel Supervision anzubieten, kann das durchaus sinnvoll sein. Wir sehen das zum Beispiel im Krankenhausbereich, wenn Mitarbeiter sehr viel mit Menschen zu tun haben, die eine schlechte Krankheitsprognose haben, wo es eine erhöhte Sterblichkeit gibt. Oder wo, was wir auch wissen, es gibt manchmal auf Unfallstationen dann Patienten, die rabiat sind. Also wo man Mitarbeiter dann in so einer Position durchaus auch anbieten kann, eine Supervision, das kann durchaus hilfreich sein. Mhm. Aber das ist jetzt nicht so, man sagt, das muss man jedem anbieten oder macht für jeden einen Sinn. Mhm. Also individuelle Lösungen wären da sinnvoller. Ja, ja. Jetzt ist ein Thema auch das Problem mit dem Wiedereinstieg. Also wenn jemand aufgrund einer psychischen Erkrankung weg war, ist es oft schwierig, bis unmöglich wieder vom ersten Tag an die volle Leistung zu bringen. Mhm. Wie flexibel sind die Arbeitgeber da bereits, Ihrer Meinung? Also nach meiner Erfahrung sind sehr viele Arbeitgeber sehr flexibel, haben auch Verständnis. Ich kann aber jetzt keine Prozentzahlen nennen. Es gibt aber leider auch manchmal Arbeitgeber, die aus zu wenig Wissen über manche psychische Erkrankungen falsche Vorstellungen davon haben und dann sehr skeptisch sind. Es gibt Einrichtungen, die auch Arbeitgeber beraten können. Zum Beispiel die Arbeitsassistenz gibt es in meines Wissens allen Bundesländern und da bekommen Arbeitgeber auch Informationen. Muss ich bei der Diagnose Angststörung zum Beispiel aufpassen auf irgendwas Bestimmtes? Mhm. Also sich hier Informationen zu holen ist sicher sinnvoll, wenn man sich unsicher ist. Und abschließend würde mich noch interessieren, ich habe nachgedacht und dann ist mir eingefallen, dass der Begriff der Barrierefreiheit sich derzeit eigentlich nur auf körperliche Handicaps bezieht. Würde es Sinn machen, den auch auf seelische zu erweitern, also Arbeitsumgebungen zu schaffen, die Menschen mit besonderen psychischen Bedürfnissen entgegenkommen? Ich denke mir, absolut. Immerhin haben solche Menschen ja auch oft ganz besondere Fähigkeiten zu geben. Absolut. Von der Theorie her ist das sehr wohl inkludiert, der Barrierefreiheit. Im Alltag ist es manchmal noch schwierig, wo Sachen fehlen. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, mit den meisten Arbeitgebern offen zu reden und zu sagen, also ich tue mir zum Beispiel, weil ich Schlafstörungen habe im Rahmen einer Depression, komme ich manchmal in der Früh nicht so gut aus dem Bett. Mhm. Ich bemühe mich, pünktlich zu sein, aber bitte um Verständnis, wenn es mir halt hin und wieder mal passiert, dass ich verschlafe und ein oder zwei Stunden später kommt. Mhm. Die meisten Menschen mit Erkrankungen sind durchaus motiviert, haben Interesse, ihren Job zu behalten und gut zu arbeiten. Wenn man halt da mal das Auge zudrückt, wenn es nicht ein, zwei Mal im Monat jemand verschläft, ist meistens nichts Tragisches passiert. Mhm. Aber offen drüber reden ist in den meisten Fällen sinnvoll. Die meisten Mitarbeiter haben auch ein Gespür, wie ihre Kollegen, wie ihre Vorgesetzten sind, was man mit ihnen gut besprechen kann, was man nicht gut besprechen kann. Mhm. Und auch hier kann es manchmal sinnvoll sein, mit diesen Einrichtungen der sogenannten Arbeitsassistenz
Kontakt aufzunehmen und zu sagen, ich würde hier Beratung brauchen. Das heißt, diese Arbeitsassistenz kann man die nur als Unternehmen anfragen um Beratung oder auch als Arbeitnehmer? Ja. Also beides? Genau, als Arbeitnehmer, wenn man Sorge hat, dass die Rückkehr in den Beruf mit Schwierigkeiten verbunden sein könnte. Mhm, verstehe. Ja, dann Herr Wanteter, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Danke, Angelika. Übrigens, rechtlich gesehen muss man dem Arbeitgeber über seinen Gesundheitszustand, und dazu zählt auch der psychische, in den allermeisten Fällen nicht informieren. Ausnahmen: Jobs, die mit Massenbeförderung und einem großen Sicherheitsrisiko einhergehen. Die Wiener Linien haben in dem Fall von Brigitte A. durchaus so argumentiert. Als Servicemitarbeiterin hätte Frau A. aber sicher arbeiten können. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Nach einem heftigen politischen Schlagabtausch hat das EU-Parlament am Mittwoch das Renaturisierungsgesetz beschlossen. Für das Gesetz haben 336 EU-Abgeordnete gestimmt, dagegen 300. 13 EU-Mandatare haben sich enthalten. Mit dem Ergebnis können die Verhandlungen mit den EU-Staaten für den finalen Gesetzestext beginnen. Eine Einigung vor den EU-Wahlen im Juni 2024 ist möglich. Und die Auswirkungen des Klimawandels sind aktuell auch in Österreich wieder mal sichtbar geworden. Eine Gewitterfront hat mit orkanartigen Böen in der Nacht auf Mittwoch vor allem in der Westhälfte Österreichs für Schäden und zahlreiche Feuerwehreinsätze gesorgt. Betroffen waren Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich. Die Ausläufer waren bis ins westliche Niederösterreich zu merken. Insgesamt gab es 7 Verletzte in Salzburg und Niederösterreich. Am Mittwoch soll es weitere Unwetter geben. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Aaron Ohlsacher. Interviews von Angelika Groß. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf. Elias Nadmesnik over and out.